Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier ist sie wieder, die so beliebte Herz-Seele-Ball-Bahnfahrtshow am Samstagabend. Das ist die Ausgabe, aber für den Sonntag. Ja, ich bin wieder unterwegs von Freiburg zurück nach Mausbach. Das darf ich nicht, aber ab und zu muss ich einfach Luft holen. 1-1, Freiburg gegen Hoffenheim. Die beiden Trainer haben laut eigener Aussage ein hochinteressantes Spiel gesehen. Es war spannend, würde ich sagen, aber hochinteressant ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Man hat über einen Elfmeter diskutiert, über Manuel Gräfe, der mit 47 Jahren aufhören muss als Schiedsrichter. Und das war ungewöhnlich. Die Spieler haben sozusagen für ihn Partei ergriffen, was ich ganz selten erlebt habe. So nach dem Motto, warum muss der arme Mann aufhören? Ja, frage ich mich auch. Der Zug ist wie immer gähnend leer. Und dann kann ich noch berichten, dass Mainz 05 Großartiges leistet und 2-1 gegen die Bayern gewonnen hat. Und das ist schon mal ein Riesenaspekt. Ach so, ich habe ja noch ein kleines Filmchen gemacht, so wie ich das immer mache, wenn ich unterwegs bin, am Samstag. Und zwar, als die Schiedsrichter auf den Platz gekommen sind, da habe ich zufällig gerade etwas über Licht und Schatten und Sonne und Kälte erzählt. Martin, Film ab. Wie ungerecht ist das denn? Freiburg. Schatten. Und auf der anderen Seite, die Schiedsrichter kommen. Guten Tag, die Herren. Ja, wir sind freundlich und fröhlich miteinander. Auf der anderen Seite Sonne. Das wollte ich nur dokumentieren. Und wir hier, wir armen Menschen von Sky, wir sitzen im Schatten. Stundenlang. So, das war die kleine Episode. Freundlich grüßende Schiedsrichter. Aber wir haben auch heute durchgängig freundlich über Schiedsrichter gesprochen. Obwohl der Elfmeter natürlich sehr unterschiedlich betrachtet wurde. Also der Elfmeter für Freiburg. Der Trainer von Hoffenheim sagte, nee. Der Trainer von Freiburg, ja. Das ist das Schöne am Fußball. Man ist sich selten einig. So, dass die Bayern verloren haben, habe ich schon erwähnt. Manch einer hat gesagt, ja, die wollen ja nur ihre Meisterschaft zu Hause feiern. Allerdings muss man sagen, es gibt eigentlich nichts zu feiern. Wissen wir ja, wegen Corona. Haaland schießt 2 Tore in Wolfsburg und Dortmund kann die Champions League durchaus wieder schaffen, wenn alles gut geht. Da wird es noch spannend. Abstiegskampf, die Kölner gewinnen in Augsburg und ja, so wahnsinnig viel haben sie davon nicht, wenn Mainz 05 gewinnt und sich da unten absetzt. Also der Abstiegskampf wird auf jeden Fall noch spannend. Wer steigt direkt ab neben Schalke und wer muss in die Relegation? So, ich bin außer Atem, weil hier unter dieser Maske zu sprechen ist schwer. Und gerade ist der Kontrolleur vorbeigekommen. Die meisten Reaktionen auf unserem Podcast von gestern verursachte übrigens der Kühlschrank, den ich ja mal kurz abfotografiert habe. Und da hat der eine oder andere gesagt, wie kannst du so ungesunde Dinge essen wie Kinderpinguin? Ja, ich stehe dazu. Ich esse manchmal ungesunde Dinge, vielleicht manchmal zu viel. Mit dem Trainer von Hoffenheim, Dieter Hoeneß, habe ich heute, nicht Dieter, Sebastian Hoeneß, Dieter ist der Papa, habe ich heute diskutiert. Sie haben auch ein bisschen zugenommen, ja, sagt er, ein paar Kilo. Ich sagte, aber Sie haben doch die Möglichkeit, sich ständig zu bewegen. Also, da sagte er, Sie auch. Ja, das sind mal Gespräche rund um ein Bundesligaspiel. Hat er aber recht. So, ich freue mich jetzt auf die 3-stündige Zugfahrt mit herrlichen Impressionen. Nordschwarzwald wird gebaut, wie man gesehen hat. Und morgen heißt es dann wieder Jogginganzug an und genießen. Vielleicht kann ich mich in den Garten setzen, weil in der Sonne ist es ja ganz schön warm. So, das waren auch Erkenntnisse. Ne? Wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt. Morgen. In diesem Sinne, tschüss. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.